Du hast jetzt also eine Nesca-Rennen gesehen und verstehst gar nichts und hast nur Fragezeichen im Kopf? Dann lass mich dir helfen. Moin, Freunde der Sonne. Wir haben ja die letzten paar Wochen bzw. Monate ein bisschen mehr den Linksverkehr gefrönt. Und ich habe sehr oft die Frage, sag mal, Dizzy, was ist denn eigentlich die Faszination an Nesca? Oder das ist ja das Langweiligste, was ich jemals gesehen habe. Puh. Nesca ist nichts für mich. Und das sind nur Auszüge von Menschen, die sich dazu geäußert haben. Wozu ich sagen muss, das ist absolut korrekt. Und ich würde da nicht mal widersprechen. Und wisst ihr warum? Aus dem ganz einfachen Grund, Nesca ist leider Gottes nicht wirklich zugänglich für Anfänger, die sich damit nicht auseinandersetzen. Und das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Denn um die Mechaniken und die Feinheiten zu verstehen, die in Nesca in einem Rennen passieren, muss man sich mit ein paar Sachen auseinandersetzen. Aber das ist kein Problem, das machen wir jetzt in diesem Video. Und dann siehst du vielleicht Nesca in einem etwas anderen Licht, als dass du es jetzt gerade siehst. Ich werde dir jetzt ein ganz kleines Beispiel geben. Für die meisten Menschen ist Nesca Daytona. Viele, viele Menschen haben Daytona gesehen. Dort gibt es, es ist auch eins mit der populärsten Rennen für Menschen, die nicht so drinne sind in der Materie. Und dort fahren zwei Schlangen, eine unten, eine oben, die ganze Zeit Vollgas im Kreis. Und mehr ist es nicht. Es ist links lenken, Gas geben, zwischendurch ein bisschen gegenlenken und das war's. Und das ist für ein ungeschultes Auge genau das, was passiert. Aber lass mich dir die Situation etwas ausschmücken. Dort geht es nicht nur darum, dass wir Gas geben und hintereinander wegfahren. Da geht es darum, dass die Autos die minimalsten Abstände zueinander haben, damit die Luft über den ganzen Zug rüber geht, damit sie Geschwindigkeit aufbauen. Als Beispiel, wenn du alleine fahren würdest in Daytona, kommst du ungefähr auf 288 km/h. Fährst du jetzt in einem Pack und das fährt ungefähr so nah aneinander, Bumper an Bumper, also Stoßstange an Stoßstange, dann kommst du auf ungefähr 220 bis 225 km/h. Das heißt, du siehst schon, dort ist eine Riesendifferenz an Geschwindigkeiten. Und wenn du das jetzt mal auf ein ganzes Rennen rechnest, dann wirst du schon ziemlich schwitzen, wenn du dem anderen ständig so drauffahren musst. Und nur die kleinsten Differenzen, dass sich jemand ja ein bisschen verbremst hat oder ein bisschen vom Gas runtergegangen ist, sorgen dafür, dass da sehr viel unangenehme Sachen passieren. Ein weiteres Beispiel, sagen wir, du würdest in dieser Schlange an Position 1 fahren, verbrennst du am meisten Sprit, weil du nonstop Vollgas fährst. Außer natürlich, das Feld entscheidet sich, Sprit zu sparen. Aber wir gehen mal von dem Vollgas-Thema aus. Du würdest jetzt vorne wegfahren und gibst Vollgas. Sagen wir mal, der dritte oder der vierte in der Reihe kann so ungefähr mit 60 bis 70% Gas fahren, weil er hat ja keinen Luftwiderstand. Er braucht ja im Grunde genommen mit weniger Kraft nur hinterherrollen. Das heißt, derjenige würde Sprit sparen. Was dazu führen würde, wenn er in die Box gehen würde, müsste er weniger tanken als die drei, die vor ihm waren. Das heißt, sein Boxenstopp oder sein Pit-Service, wie man das nennt, wäre kürzer als der von den anderen. Und er könnte in der Box die Leute überholen. Und das ist nur eine Kleinigkeit von diesen ganzen Feinheiten, die man nicht sieht, wenn man von außen zuguckt. Und jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber. Ich habe einen fantastischen Kollegen, und zwar den guten Revo, der schon sehr viele Jahre im Nesca unterwegs ist, gefragt, ob er mir vielleicht zur Seite steht. Denn sein Wissen ist definitiv viel, viel größer als meins. Ob er euch vielleicht mal die Regeln und so ein bisschen die Basic-Mechaniken erklären kann, damit ihr das nächste Mal, wenn ihr ein Nesca-Rennen guckt, verstehen könnt, was da passiert. Also Revo, willkommen auf diesem Kanal und ich würde mich sehr freuen, wenn du die Leute mit auf die Reise nimmst für die Faszination Nesca. Ja, vielen, vielen Dank, Dizzy, für die Möglichkeit, hier ein Video für euch zu machen, damit ihr ein bisschen die Feinheiten, ein bisschen die Spezialbegriffe der Nesca besser erläutert bekommt. Ich glaube, ich würde mich erstmal vorstellen, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich bin Daniel, aka Racing Revo. Ich betreibe Sim Racing bereits seit ich 16 bin und ich werde dieses Jahr 40 im September, also schon sehr, sehr lange. Ich bin hauptschließlich eigentlich im Oval unterwegs, habe ab und zu mal ein paar Abstecher gemacht in den Road-Bereich. Ich fahre auch gern mal ein Endurance-Rennen, aber natürlich nicht auf dem, sag ich mal, auf dem Niveau, wie ich den Oval-Rennsport betreibe. Das ist schon ein bisschen ambitionierter, sage ich mal. Und ich freue mich jetzt riesig, euch da ein paar Begriffe zu erläutern, ein bisschen näher zu bringen, dass ihr einfach da ein bisschen mehr Hintergrundverständnis habt. Was ist die Nesca? Was geht es dabei? Warum macht das so viel Spaß? Gerade Dizzy, der hat ja da jetzt eine zweite Liebe gefunden und mich freut es richtig, richtig mega, dass immer mehr
Leute aus dem deutschsprachigen Raum in den Nesca, in den Ovalrennsport kommen. Man sieht es auch an den Ligen, es kommen immer mehr Ligen auch im europäischen Raum, weil das Problem ist halt einfach, in den USA eine Liga fahren, das ist bei uns mitten in der Nacht, ist für uns Europäer eigentlich, wenn man einen normalen Beruf hat, nicht machbar. Von dem her finde ich es mega, dass hier das immer mehr Anklang findet und wir mehr Möglichkeiten haben, da uns auch zu messen, nicht nur im normalen Service, sondern halt auch so in Ligen. Und das freut mich mega. Und ich denke mal, umso mehr wir hier noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, dann kommen immer noch mehr dazu. Und das wird richtig, richtig stark. Und ich glaube, die Zukunft bringt da auch noch viel, viel mehr. Ja, und dann würde ich einfach mal starten und euch ein paar Sachen erklären. Ich hoffe einfach, dass es euch was weiterbringt und viel Spaß dabei. Ja, also dann fangen wir mal an. Es gibt einige Begriffe, einige Situationen, die es eigentlich so nur in der Nesca gibt. Fangen direkt mal an, eigentlich beim Start, also bei der Green Flag. Da gibt es dann die Regel quasi, dass man nur rechts überholen darf vor der Linie, weil das ist eine strikte Regel beim Restart. Sowohl in iRacing wird sich so nicht gehandhabt, aber in echt auf jeden Fall, dass quasi man nur auf der Außenbahn überholen darf und die langsameren Fahrzeuge, wenn man defekte Fahrzeuge, die gehen eher auf die innere Bahn. Wird leider in iRacing nicht so gehandhabt im Official Service. Ich glaube, die können das nicht so richtig programmieren. Aber in echt ist es auf jeden Fall so, man darf beim Start quasi nur bis zur Start- und Ziellinie nur rechts überholen. Danach darf man egal wo, aber davor nur rechts. Wenn man es ansonsten links überholt, dann bekommt man eine Strafe und muss dann in die Boxengasse. Genau. Dann als nächstes sind gelbe Flaggen, Cautions, sind ein bisschen anders wie im Road-Bereich. Da kommt immer auf jeden Fall ein Safety-Car, ein Pace-Car raus. Hinter dem muss man sich einreihen, meistens in Single-File, also in einer Reihe quasi. Und die Caution bleibt so lange, bis quasi die Hindernisse beseitigt werden. Während der Caution ist dann auch die Pit offen, also die Boxengasse. Meistens ist es so, in der ersten Runde, wenn sich das Feld sammelt, ist die Boxengasse noch geschlossen. Und dann meistens ab der zweiten Runde ist es dann für die Führungsfahrzeuge dann quasi die Boxengasse offen. Die Fahrzeuge, die eine Runde zurück sind, also die gelappten Fahrzeuge, die müssen noch mal eine Runde länger fahren und dürfen erst dann in die Box fahren. Das ist halt bei Nesca auch so eine Besonderheit, dass halt quasi die Führungsfahrzeuge als erstes reingehen, dass sie sich nachher sortieren können und dementsprechend die gelappten Fahrzeuge eine später. Es gibt auch unterschiedliche Cautions, also es gibt einmal die Cautions, klar, bei den Unfall kommt, und dann gibt es auch Competition Cautions. Die sind dann zum Beispiel, das ist eine geplante Competition oder Stage Caution, nennt sich das. Die werden fest eingeplant, dann damit es quasi ja ein bisschen strategisch ein bisschen mehr einen Faktor macht, weil halt früher oft in der Vergangenheit war es oft so, ja, dann hat ein Fahrer krass dominiert und das Feld hat sich so krass auseinandergezogen, war dann zum Teil halt auch langweilig für die Zuschauer. Und dementsprechend ist dann so, sagen wir mal, bei einem Rennen von 200 Runden sind zwei Stage Cautions. Einmal gibt es eine kürzere Stage, einmal gibt es zwei längere oder zwei kürzere und eine längere Stage. Das ist immer je nachdem. Und dann führt das Feld halt wieder zusammen. Hat auch noch den Hintergrund, dass der Stage Winner, es gibt dann quasi eine grün-weiß karierte Flagge, ist quasi wie so Stage-Winner, der bekommt dann so Playoff-Punkte noch nachher für das Playoff-System. Das ist quasi wie bei einer NFL, gibt es quasi nach bestimmter Anzahl von Rennen. Der Nesca geht es dann in die Playoffs, wo dann quasi am Anfang 16 Fahrer gegeneinander, nachher 8 und am Schluss noch 4 gegeneinander um den Meistertitel fahren. Es ist aber so, es fahren trotzdem alle ganz normal mit, aber gewertet quasi nachher für die Playoffs werden quasi nur dann die Fahrer, und die haben dann auch ein bisschen anderes Punktesystem, die werden quasi nochmal so angehoben von den Punkten her, dass man das quasi sieht. Gibt dann auch noch einen normalen Regular Season Champion, der quasi in der normalen Season die meisten Punkte geholt hat, und der wird auch gekürt, kriegt sogar Pokal und alles, und danach geht es halt quasi in die Playoffs rein. Und da es dann so in die Playoffs reinzukommen, muss man quasi mindestens einen Win haben, also wenn man einen Sieg hat, ist man gesetzt. Es ist genau so ausgerechnet, dass es quasi genau aufgeht mit den Fahrern, mit den Siegen. Und ansonsten, wenn man mehr Siege hat, rutschst du quasi höher in der Liste. Dann bist du natürlich auf jeden Fall gesetzt, sage ich mal. Und wenn es weniger Sieger gibt, wie es Rennen gibt in der Regular Season, dann geht es halt ganz normal nach Punkte. Und der, wo halt die meisten Punkte hat, kommt dann quasi in die Top 16 rein, genau. Zum Thema noch Cautions und Lapper, da gibt es dann quasi noch den Wave Around. Das ist dann quasi, wenn die Lapcars vor den Führungsfahrzeugen sind unter Gelb, dürfen die dann quasi in der letzten Runde
Runde, in der letzten Gelb, der letzten Korschenrunde, in der letzten Runde unter Gelb, dürfen die sich dann quasi wieder ans Ende des Feldes einrunden, dürfen dann quasi das Pace Car, das Safety Car überholen und können sich so eine Runde wieder zurückholen. Das ist natürlich auch sehr praktisch, weil sonst hast du eigentlich fast nie die Möglichkeit, quasi da wieder irgendwie vorzukommen. Und damit quasi kannst du quasi dich überholen, also das Pace Car überholen und bist dann quasi wieder, hast eine Runde wieder reingeholt. Und wenn du dann Glück hast und es kommt schnell wieder eine Caution, dann kannst du Reifen wechseln und dann bist du sogar wieder mit von der Musik, sage ich mal. Ja, genau. Und dann gibt es noch den Lucky Dog, also der glückliche Hund. Das ist quasi der braucht kein Wave Around. Der kann quasi auch dann pitten gehen in der Gelblichtphase. Das ist auch noch eine Besonderheit bei dem Wave Around. Der Wave Arounder kann ja nicht pitten gehen, weil die Führungsfahrzeuge gehen ja alle rein, machen ihren Boxenstopp und der Wave Arounder muss ja draußen bleiben. Also er hat dann weniger Sprit, er hat schlechtere Reifen, er hat dann schon einen gewissen Nachteil, aber den Vorteil halt, dass er dann Runde zurückgekriegt hat. Und beim Lucky Dog ist es so, es ist quasi der erste platzierte, überrundete, also wenn jetzt mehrere sind und quasi Platz 20 ist der erste, der überrundet ist, ist quasi der Lucky Dog und der darf sich dann nachher quasi zurückrunden. Also ich beziehe das jetzt ein bisschen mehr aufs Echte, weil in iRacing ist es so, da zählen dann auch noch ein bisschen dazu, wenn du in einen Unfall verwickelt bist und dir Incident-Punkte gesammelt hast, egal ob 0, 2 oder 4, dann fällst du aus dem Lucky Dog wieder raus, weil du hast ja einen Unfall ausgelöst und du kannst ja einfach zum Beispiel mit Absicht dich drehen oder eine Caution auslösen und kriegst nachher deine Runde zurück und das System erkennt das. Deswegen ist es da ein bisschen anders. Also in iRacing bist du nur Lucky Dog, wenn du der erste Überrundete bist mit keinem Green Text, keinem Incident. Der Lucky Dog darf sich quasi dann auch zurückrunden und darf dann quasi in der darauffolgenden Runde sogar pitten gehen und muss aber dann ans Ende des Feldes. Das ist dann eine Regel, also er darf dann keine Fahrzeuge überholen, sondern muss ganz, ganz ans Ende, auch wenn er hinter Überrundete muss, das ist dann so, er muss an das Ende des Feldes quasi, genau. Dann gibt es diverse Strafen. Zum einen gibt es eine Drive-Thru-Strafe. Das ist quasi, du musst dann nur durch die Box durchfahren, ohne anzuhalten, einfach nur straight durch und wieder raus. Und dann gibt es natürlich Stop-and-Go-Strafen mit unterschiedlichen Gewichtungen, je nach Schwere, was du gemacht hast und warum du bestraft wirst, musst du dann beim Stop-and-Go an deinen Pitstop, darfst keinen Service machen, beziehungsweise du kannst Service machen, dann wird es aber on top genommen nachher danach und musst dann quasi unterschiedlich zwischen 10, 40 Sekunden oder auch eine Minute, ist unterschiedlich, musst du dann quasi Service machen, genau. Dann habe ich ja schon erwähnt gehabt, gibt es dann quasi die Drop-to-the-End-Strafe oder Drop-to-the-End ist einmal beim Lucky Dog, ist ja auch wie eine Strafe quasi, gibt es aber auch so als Strafe, wenn man Speeding in den Pits hat, glaube ich beim Entry, also wenn man zu schnell reinfährt, dann aber nicht exzessiv, also nicht zu viel, sondern ein paar Meilen zu schnell fährt, dann kriegt man Drop-to-the-End, muss man dann quasi auch ans Ende des Feldes, ist noch eine humane Strafe, wie ich finde, weil du verlierst ja keine Runde. Das ist dann noch einigermaßen okay, sage ich mal. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Rennen allgemein. Das waren jetzt so ein bisschen die Strafen gewesen. Und dann gibt es ja die Besonderheit im NASCAR, ist ja einmal das Bumpen oder das Bump-Drafting. Das ist hauptsächlich auf den Strecken wie Daytona, Talladega, dem neuen Atlanta, bisschen auch Michigan, gibt es dann so ein paar Strecken. Aber wobei halt mehr auf den Superspeedways wie Daytona und Talladega, da wo halt wirklich du eigentlich full flat, du bist immer am Gas und da ist das Bumpdraften eigentlich sehr, sehr wichtig, quasi, dass du im Pack quasi hauptsächlich der zweite, beziehungsweise der dritte quasi das Führungsfahrzeug so anschiebt und dass alle wie ein Zug in dem Windkanal drin sind und dadurch wirst du exponentiell schneller und da erreichst du Geschwindigkeiten, die würdest du alleine gar nicht erreichen, weil du halt, du bist halt einfach dadurch viel, viel schneller. Der zweite bummt den ersten, ja, der dritte, vierte soll das weniger machen. Es geht, man kann es machen als Dritter, aber man muss es können. Also die Profis, also die Profahrer, wenn ihr mal ein INESCA angeschaut habt, die sind komplett dran, die können das. Aber probiert es mal aus in dem Practice. Ihr werdet sehen, die Fahrzeuge werden extrem unruhig dadurch, weil es ist halt so, du fährst ja mit deiner Frontstoßstange an die Heckstoßstange dran und dann machst du das Heck quasi, vom Wind her hebelst du das wie ganz leicht aus und dann wird das Fahrzeug unruhig und fängt an zu schlingern. Das ist ganz normal und dadurch wird die Lenkung leichter und das muss man üben und ist wirklich nicht einfach. Also es sieht einfach aus, aber ist wirklich, wirklich tricky und auch der zweite, du musst ja immer hinter dem ersten, also hinter dem Führungsfahrzeug bleiben und das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Also das ist dann zum Teil echt Millimeterarbeit, genau.
Ja, dann gibt's Drafting, klar, natürlich. Ist dann quasi, wenn du den Windschatten nutzt von deinem Vorderfahrzeug, dass du dich quasi ransaugst in den Windschatten. In der Nesca ist dann so, du willst eigentlich Drafting haben oder den Windschatten in Draft haben auf den Geraden. Da ist es wichtig, dass du mit dem Speed mitgehen kannst, gerade auf Strecken mit langen Geraden. Gerade, wie gesagt, wie Michigan zum Beispiel ist es wichtig, aber jetzt zum Beispiel auf Strecken wie Bristol oder Martinsville, also so ganz kleine, da ist der Draft echt, ist egal. Also da gibt es den Effekt fast gar nicht, weil die Geraden viel zu kurz sind. Aber auf längeren Geraden ist der Effekt auf jeden Fall da. Und dann willst du den Draft auch haben auf den Geraden. Und dann saugst du dich ran. Andersrum ist es natürlich wieder in den Turns. Wenn du in den Turn reingehst, da willst du eher den Draft nicht haben. Weil dann wirst du tight. Da ist es besser, wenn du außerhalb vom Draft bist und frische Luft hast, weil dann das Fahrzeug viel besser Grip hat und du viel besser quasi durch den Turn kommst. Und das Problem ist auch oftmals, wenn du im Turn zu lange hinter einem herfährst und zu nahe, dass du dir einfach auch die Vorderreifen kaputt machst, weil du einfach von der Lenkung her übersteuerst du und dann mit der Zeit machst du dir einfach die Reifen kaputt. Deswegen ist oft auch so, dass der Führende, wenn du über einen längeren Stint grün ist und man fährt nah beieinander, dass oft der Vordere, wenn er jetzt nicht krass überfährt, meistens dann auch die besseren Reifenwerte hat, wie der extrem nah fährt. Also das habe ich schon persönlich oft gemerkt, wobei ich persönlich so oder so immer ein bisschen Trouble habe mit den Reifen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, dann gibt es noch den Side-Draft, also das ist der seitliche Windschatten oder Draft-Effekt oder Luftwiderstand, sage ich mal. Durch die Luftverwirbelungen kann man quasi so den Gegner dazu zwingen, dass der nach hinten zieht. Also wenn du den hinten an den Quarter-Panel, an das Heck ranfährst, also den quasi richtig exponentiell nach hinten ziehen und du machst ihn damit langsamer. Und das ist halt auch ein Punkt, das kann man strategisch richtig gut nutzen. Funktioniert auch in iRacing mittlerweile, beim Next Gen zumindest richtig gut und im Truck mittlerweile haben sie das auch implementiert. Beim Xfinity ist es noch nicht so drin, da müssen sie noch ein Update rausbringen. Meiner Meinung nach ist der Effekt zu gering, aber im Next Gen, du merkst richtig, wenn du fährst und du wirst hintergezogen, du merkst richtig, wie die Drehzahl in den Keller geht. Also das ist echt richtig krass und das machen die auch in echt. Also du fährst quasi, dann fährst du ran, ziehst den hinter. Also du machst richtig so einen Move, dass du den quasi hinterziehst und versuchst dann wieder wegzuziehen, dass er nicht an dein Quarter Panel rankommt, sonst zieht er dich ja auch wieder zurück und dann hast du so einen Gegenpol quasi und dann verziehst beide nach hinten. Ja, also da gibt es echt krasse Spielerei, was man machen kann. Finde ich auch eine der Besonderheiten in der NASCAR und deswegen sieht man oft auch, dass die so nah fahren und so eng fahren auch, weil du halt einfach ja quasi den Luftwiderstand, du arbeitest damit auch, du nutzt es, du musst es nutzen sogar. Genau, und dann gibt es ja noch mehrere Situationen, wie man im Draft fährt oder im Side-Draft. Gibt es dann die Begriffe wie 2-Wide, 3-Wide, 4-Wide. Das heißt dann quasi, in 2-Wide sind zwei Fahrzeuge nebeneinander, 3, klar, 3, 4 sind 4 und so mehr. Ja, das ist halt quasi auf Strecken zum Beispiel wie Bristol oder Martinsville. In 3-Wide ist eher nicht machbar, aber auf Daytona oder Talladega sind 3-Wide gang und gäbe. Und viele sagen auch immer, oh ja, geht volles Risiko ein, da macht ein 3-Wide auf und die fahren doch schon side by side, lass die doch und misch dich da nicht ein. Aber das ist auch NASCAR. Also NASCAR 3-Wide ist ganz normal. Es muss einfach jeder seine Linie halten. Wenn Platz da ist, funktioniert es auch. Aber viele, gerade wenn man es jetzt nicht aufs Echte bezieht, im Echten sieht man das ja sehr, sehr oft, aber wenn man es jetzt auf iRacing bezieht, kriegen halt viele dann, die ein bisschen unerfahren sind, kriegen dann Angst, fangen an, das Lenkrad vielleicht zu wackeln, gucken zu oft den Spiegel, verlassen die Spur und klar, und dadurch ist halt die Gefahr einer Kollision deutlich höher. Natürlich. Und dann wird oft immer derjenige, der den 3-Wide aufgemacht hat, als Auslösepunkt genommen. Aber es ist oftmals sind es dann die unerfahrenen Fahrer, die dann die Linie nicht halten können. Und dementsprechend ist ein 3-Wide gar nicht so schlimm, würde ich sagen. Also ich finde es nicht so schlimm, wenn es die Situation zulässt. Und vom Racing her ist es einfach geil. Also von dem her, genau. Dann gibt es noch Pit Road Speed. In der Pit Road, das ist natürlich wie in der Formel 1 und DTM natürlich auch klar. Boxengassen, Geschwindigkeitsbegrenzung. Eine Besonderheit bei der NASCAR ist aber, bei den Stockcars, wir haben keinen Pit Limiter. Also du musst es selber regeln anhand mit dem Gas. Das Gute ist aber, dass die Fahrzeuge sowohl in echt als auch in iRacing, die Drehzahlmesser sind ja beleuchtet, also sind mit LEDs. Und wenn du quasi im zweiten Gang fährst, man sieht speziell beim Truck und beim Xfinity,
sieht man es auch, weil es noch die analogen Drehzahlmesser sind. Beim Next Gen hat man ja schon das digitale Dashboard, sag ich mal. Da sieht man quasi, ist ja die Nadel und dann geht es quasi gelb, grün und rot. Und da, wenn du im grünen Bereich drin bist, das ist quasi der Speed Limiter. Das ist quasi für die in echt, weil in echt hat er ja keine Anzeige, wie schnell fährt er. Wer soll er das wissen? Ja, die gehen quasi da immer nach den Drehzahlen. Also da ist immer, wann sie schalten, was sie machen, immer wird immer alles anhand von den Drehzahlen gemacht und nicht anhand von der Geschwindigkeit an sich. Genau. Ja, dann gibt es klar Car Setup, das Setup. Es gibt bei iRacing Fixed-Serien, dann gibt es die Open-Serien im Fixed-Bereich, da kann man die Pinion einstellen, das Offset und ein bisschen die Bremszylinder, die MC, also vorne und hinten quasi und kann ein bisschen die Brake-Bias einstellen und das war's. Ansonsten im Open-Bereich kann man ja eigentlich so gut wie alles einstellen. Ist da meistens so, die müssen dann meistens immer zu so einer Spectation, meistens vor dem Rennen und nach dem Rennen. Aber das ist ja bei der NASCAR oder bei der Formel 1, ist das ja eigentlich ähnlich. Quasi die Fahrzeuge werden ja überprüft, ob da nicht irgendwie Schindluder getrieben wird, bisschen an der Aerodynamik oder am Gewicht rumgefaked wird. Das ist ja klar, um irgendwie einen Vorteil zu haben. Genau, dann gibt es in der NASCAR, das ist eine sehr, sehr große Besonderheit, was es ja so nicht gibt. Klar, man hat einmal den Crew Chief im Ohr, der quasi an der Boxengasse sitzt, der quasi alles ein bisschen steuert, was wegen Boxengasse angeht und vielleicht ein bisschen Strategiethemen. Dann hat man aber noch einen Spotter. Der Spotter sitzt meistens an den Strecken, haben die meistens an den Tribünen ganz oben solche Podeste und er hat einen Überblick über die komplette Strecke und die sagen einem wirklich die ganze Zeit an, wann ist ein Fahrzeug neben dir, wo ist das Fahrzeug, wie schnell kommt er hinter dir an, mach das, fahr nach rechts, fahr nach links. Also der gibt dem Fahrer quasi Tipps oder Anweisungen zum Teil und hilft ihm quasi so einen Überblick zu behalten, weil einfach wenn du mit über 40 Fahrern auf der Strecke bist und du bist in einem Pack mit 3-Wide oder 4-Wide sogar, ja, also zu wissen, du hast so kleine Minispiegel, wo also zu wissen, wer da neben dir ist und da hast du gar nicht in den Sitzen. Ihr seht ja hier, ich habe auch wie so einen Rennsitz, wenn du hier mit dem Helm drin bist, da kannst du nicht mal geschwind so nach rechts oder nach links schauen, da guckst du in die Spiegelchen rein, aber was sehen, kannst du vergessen. Also da ist der Spotter echt essentiell. Der informiert den Fahrer immer auch über Position, Abstände und um Gefahren und alles, genau. Ja, ansonsten gibt es noch Green Pitstops, da ist klar, ganz normal, geht man rein. Wechsel die Reifen, natürlich auch Speed Limit. Dann meistens noch, was auch noch eine Besonderheit ist, hast du beim Pit Exit eine bestimmte Linie. Du darfst nicht einfach vor dem Turn schon wieder rausziehen, sondern meistens ist zum Einkehren auf die Strecke meistens auf der Backstraight, also auf der Gegengerade. Und da geht es wieder auf die Strecke. Es ist einfach wegen der Sicherheit auch. Aber das ist auch in einem anderen Rennsport so. Ansonsten ist dann so, wenn das Rennen eigentlich zu Ende wäre, nach 200 Runden und es kommt in Runde 199 zum Beispiel noch eine Caution raus, dann wird das Rennen nicht unter Gelb beendet, sondern es gibt dann eine sozusagen die Green-White-Checkered. Also das Gelbe wird dann quasi zu Ende gefahren, da gibt es ein Overtime und dann gibt es quasi eine Runde unter Weiß und dann eine Runde unter Grün, dann die nächste ist White Flag. White Flag bedeutet, es ist die letzte Runde des Rennens. Wenn da ein Unfall passiert, ist egal, da ist das Rennen unter White, wird es auf jeden Fall, es kann auch dann abgebrochen werden, natürlich wenn ein massiver Unfall passiert, aber dann gibt es keine Pace Laps mehr, also das Rennen ist dann zu Ende. Aber wenn unter Green noch ein Unfall passiert, geht es wieder los und dann gibt es wieder eine Green-White-Checker. Das wird so lange gemacht, bis quasi am Schluss wirklich White Flag gehisst wird und dann das Rennen nachher zu Ende gemacht wird. Also wie ihr seht, NASCAR ist sehr, sehr komplex. Es ist nicht nur einfach links rumfahren, es ist viel mit Strategie. Was jetzt neu noch hinzukommt, ist jetzt mittlerweile, was sie am Testen sind. Bisher war es immer so, wenn Regen ausgerufen wurde oder wenn halt Regen kommt, musste die NASCAR abstellen, weil die halt einfach keine Regenreifen haben und im Oval bei, über 200 Meilen ist es halt auch einfach lebensmüde da zu fahren. Aber da sind sie jetzt dran, es kommen jetzt Regenreifen immer mehr und auf so Short-Ovals wie Martinsville sind sie schon dabei, auch im Regen zu fahren. Bin ich sehr, sehr gespannt. Bisher war es, ich glaube, vielleicht ein, zwei Mal, aber es war nicht starker Regen. Es sieht gut aus, dass es machbar ist, aber muss man sehen, wie hoch das Risiko dann auch für die Fahrer ist, ob das
zu gefährlich ist oder nicht. Aber finde ich gut, weil oftmals ist halt so, wenn dann doch schlechtes Wetter ist und es ist ein Rennsonntag und dann wird das Rennen wegen Regen abgebrochen, dann verschiebt sich es auf Montag und so weiter und so fort. Ist halt auch kacke für die Zuschauer, also ist halt echt blöd. Ja, in iRacing gibt es das natürlich nicht, ist ja klar. Aber was diese Saison noch neu dazugekommen ist, sind Reifencomponent, also einmal eine harte Mischung und eine softere Mischung. Du ist dann quasi so, die softere Mischung ist dann quasi, du hast halt deutlich mehr Grip, aber die nutzt sich halt übelst schnell ab, bist dadurch auch schneller und die härtere Mischung reicht halt länger und bist aber langsamer. Und das haben sie jetzt auch neu eingeführt. Ich glaube, Richmond war es jetzt auf jeden Fall dabei gewesen und davor auch ein, zwei Mal. Finde ich auch richtig stark. Ist nochmal ein neues bisschen so ein i-Tüpfchen Strategie noch dazu. Sah auch gut aus. Da bin ich gespannt. Auf jeden Fall NASCAR ist dran, da noch mehr zu machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Infos haben euch gut getan und ihr seid richtig startklar fürs Oval. Also macht's gut. Ciao. Revo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen zu erklären, wie NASCAR funktioniert. Ich hoffe, ihr da draußen könnt ein bisschen die Faszination verstehen und habt vielleicht ein kleines bisschen einen anderen Blick auf NASCAR. Das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst mal wieder auf der Rennstrecke oder ihr guckt im Stream vorbei, wenn wir NASCAR fahren. Revo, ich hoffe, wir sehen uns auch endlich mal auf der Rennstrecke, aber dazu muss ich noch ein bisschen mehr fahren, damit ich auf deinem Level ankomme, weil du bist im NASCAR schon ein bisschen weiter als ich. Vielen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr NASCAR jetzt ein bisschen anders seht oder ob ihr das jetzt ein bisschen besser verstanden habt. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video noch mit einem Daumen hoch oder mit einem Daumen runter bewertet und wünsche euch einen fantastischen Tag. Und dann lasst es dir gut gehen. Vielen, vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Ciao, Kakao.